euch alle miteinander. Heute bin ich wieder in meiner alten Wohnung. Da ändert man wieder das, was ich schon beim letzten Video hier gezeigt habe. So, was ich heute alles mache, ich habe selber noch nicht so eine Ahnung. In meinem Badezimmer wäre noch ein Kasten zum Demontieren. Ich probiere einmal das aus. Ja, und sonst habe ich soweit eh schon alles. Das ist das drunter vom Trockenmax. Da drüben ist ja der Wasser schon. Ich will jetzt nicht zu weit einigen. Der sagt das auf. Das hat das Feuchte von unten und tausend Behälter rein, was einmal am Tag entleert gehört. Aber beim letzten Mal, wo ich das jetzt sagen wollte, im letzten Video, bin ich irgendwie auf den Aufnahmeknopf gekommen. Naja. So, Licht haben wir leider nicht sehr viel, aber das wäre das eine Kastel. So, und das wird nämlich spannend, weil da unten ist sie mit Silikon und da ist glaube ich angeklebt. Ah weh. Na dann, geh jetzt einmal an. Jetzt kann ich heute erst wieder auf die Leiter steigen. Weil ich muss jetzt da irgendwie ausfahren. Ist ja fast noch eine hoch. Ah ja, da hinten sehe ich schon. Da kann ich aber wenigstens die halbwegs festhalten. Das Problem ist, ich stoße mich beim Kopf an der Decke an. Auch schon der Sommer wie wild, aber das wird eh weggeschmissen. Also von dem her. Und der Rasierer liegt da oben. Jetzt hätte ich ja fast vergessen, dass der Strom noch eingeschaltet ist. Ich hoffe jetzt nicht, ob das richtige Hochdraht. Schokobad. Was heißt Schoko? Wer zum Teufel ist Schoko? So. Schoko, nämlich hat nicht einfach stehen, jeglichen Strom vom Badezimmer. Nein, da steht Schoko. Schoko. Okay, nein, das war's einmal nicht. Ach Gott. So, jetzt habe ich einfach alles angedreht bis auf Küche. Jetzt wird's ja wohl hinhauen, bitte. Das gibt's ja nicht, das dreht er da durch. Ja, passt. Passt, das habe ich schon mal abmontiert. So, und jetzt, ja, mal abräumen alles. So, die Glasplatten tun wir raus. So, dann schauen wir auf den Hälter jetzt. Ja, ah nein, da muss ich da, ja, passt schon. So, das erste Ding ist weg. So, schauen wir nur, dass wir das da irgendwie auseinanderkriegen. Das ist sicher oben angeschaut. Naja, das drum ist schon mal unten. Jetzt gehen wir das da. Oder den einmal zu legen. Keine Ahnung. So, da muss ich jetzt noch die Steckdose wieder rein tun. Wie ist denn das da? Ah, okay, das ist ja das Pinpass-System. Passt da. So, Steckdosen ist eingebaut und nein, ich krieg das irgendwie nicht besser hinbauen, aber ich habe es sogar noch sichtlich ausgerissen. Also, eine Steckdose wieder rumbauen ist auch nicht gerade so. Ja. So, das Kastel da runter wird jetzt sehr interessant. Ja, ja. So, jetzt habe ich folgendes Problem. Das Kastel haltet das Waschbecken. Jetzt kann ich das nicht einfach entfernen. Ja, das heißt, da gehört eigentlich wieder das alte Waschbecken drauf und ich kenne mich mit den Blades hinter unten einfach nicht aus, mit dem Dreck da unten. Ach Gott, hörst du. Immer ist irgendwas, Sturzplatz sehr viel, auch schon wieder vorn. Das aber irgendwo ausziehen ist echt nicht lustig, das ist ein Scheißdreck und dergleichen. So, einmal das Originalwaschbecken rausholen. Und da drehen wir müssen ein, wenn es auch da noch eine. Außer der Spiegel, der kommt Sperrmüll. Ja, das ist wieder typisch mein Glück bei der Wohnung. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es ist eh wurscht. Muss ich den Wasser haben, da aufgetun, das Waschbecken da auf, das da oben. Nur das schaffe ich bei Gott nicht. Sicherlich nicht alleine, nein, nein. So, noch ein paar diverse Stellen übermalen. So.
Das Poster da sollte ich vielleicht auch einmal endlich einmal runternehmen. Das wäre vielleicht nicht so blöd. So, jetzt habe ich da natürlich noch vom Bett solche Stände noch übermalt gehört. So, und der da unten, das kann ich leider eh nicht machen, weil ich bin ja nicht schwindelfrei. So. Na dann, ob das mit übermalen ausreicht, das werde ich bald sehen. So, schaut schon besser aus. Hey. So, nachdem da nächste Woche eine Putzfrau reinkommt, sollte ich vielleicht einmal ein bisschen Platz machen. Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. So, da, schon viel besser. So, bevor ich jetzt nach Hause fahre, schaue ich noch. Ja, Bell ist schon wieder drinnen, das hätte ich noch schnell ausleeren gehen, aber dann habe ich für morgen mehr Puffer, also mehr Zeit. So. So, in den Keller muss ich noch ausräumen. Der Trimmer kommen alle in mein Auto rein. Und der Spiegel, den da auf, dass ich den dann später mal mitnehme. So. Also, Sturzplatz. Es ist vollbracht, der Keller ist leer. Juhu! Wenigstens einmal irgendein Erfolg heute. So, noch mehr Zeug im Keller. Mei, da wird sich meine Freundin freuen. Mei. So, jetzt sind wir beim Spargut, ein ESPG Energy Drink und da gute Sache eh alles. Weil es in meiner Wohnung so warm war, zur Abkühlung. Hey. Also der Keller, der wird auch immer voller. So, und wie ihr seht, ich habe es wieder mal vergessen, den Schluss zu machen. Ich bin schon zu Hause. Alles ist erledigt, also sage ich zu euch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen.